Hallihallo! Willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Heute habe ich etwas für euch, was nicht allzu spektakulär ist. Ich finde diesen Ort trotzdem wunderschön, weil er von der Natur komplett vereinnahmt worden ist. Es handelt sich um eine alte Kläranlage, wo ich früher, als ich 14, 15 sehr oft gewesen bin. Wir haben hier gezeltet und ja, ich möchte euch einfach mal ein bisschen was zeigen und erzähle euch dementsprechend dann was dazu. Los geht's! Ihr sehen könnt, hier gibt es überall so eine Schächte. Die sind mittlerweile alle zugemüllt worden. Früher waren die alle auf. Da gab es hier unterirdische Gänge, ungefähr so einen Meter Durchmesser. Und da sind wir früher durchgekrabbelt. Also es gibt hier ein unterirdisches Rückhaltebecken. Das ist ziemlich groß. Ich sag mal so 10, 15 Meter lang und locker 5, 6 Meter breit. 3 Meter waren es bestimmt hoch, komplett gefliest. Ja, und da haben wir uns als Kiddies immer drin aufgehalten. Ja, wie ihr seht, ziemlich viel Müll. Die Betonplatte gibt auch bald nach. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie die Natur wieder zurückkehrt. Genau das ist das, was ich an diesem Ort auch mag. Ihr könnt es auch an den Bäumen sehen, das sind wirklich schon viele Jahrzehnte. Hallo! 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 Hier geht's weiter. Ah, hier haben sich welche was gebaut. Aua, oh, halb aufgespießt hier. Ich würde sagen, hier haben sich ein paar Jugendliche was gebaut. Autobatterie steht hier, liegt hier rum. Mal gucken, ob die Batterie noch Saft hat. Die Batterie scheint tot zu sein. Und so kleine Mofa-Blinker oder was? Lassen wir alles natürlich liegen. Auch wenn es nicht so aussieht, dass die nochmal hier zurückkommen. Da haben sie sich hier ganz schön Mühe gegeben. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie hochkomme. Weil da ist nämlich etwas, was ich euch ganz gerne zeigen möchte. Ich mache mal kurz die Kamera aus, weil ich dafür ein bisschen klettern muss. So, die erste Etappe wäre geschafft. Sieht man noch die ganzen alten Rohrleitungen. Ja, muss mal gucken. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Hätte ich hier jetzt irgendwie weiter hochkommen. So, ich mache euch mal wieder aus. So, das war jetzt eine kleine Kletterpartie. Weil ich musste hier durch. Einmal über das Rohr, was da halb im Wasser liegt, drüber balancieren. Wie man sieht, ist das hier alles richtig schön zugewachsen. Hier steht auch Wasser drin. Und hier sind wir jetzt oben. An einem der beiden Klärbecken. Das andere kann man obenrum nicht betreten. So. Ja. Wie ihr sehen könnt, das ist auch noch voll mit Wasser. Mittlerweile ziemlich trübe und dreckig. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, damals war das Wasser richtig klar. Du konntest bis auf den Grund runter gucken. Es lag kein Müll, kein Dreck hier drin. Und da sind wir als Blagen, sind wir hier drinnen schwimmen gewesen. Wir hatten ein Seil an der Seite hingehabt und dann waren wir da drin. War unser eigenes kleines Schwimmparadies.
wir haben unseren Spaß gehabt. Wenn man heute sich so ein paar Gedanken darüber macht, absolut verantwortungslos. Aber so ist das als Blagen. Machst du dir keine Gedanken. Der hat einen ziemlichen Krach, das liegt daran, weil im Hintergrund eine Schnellstraße ist. Die weiteren Teile der Kläranlage sind alle extremst zugewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, die einzelnen Pfeiler. Gebäude, wo früher Pumpenhäuser waren. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Höhe, aber hier geht das. Da unten, da gehe ich gleich auch noch mal hin, da seht ihr auch noch Schächte. Also hier gibt es unzählige unterirdische Gänge. Ich finde es eigentlich ziemlich toll hier. Ich weiß, es ist weder eingerichtet, noch hat das irgendwas mit Spinnenweben oder extrem viel Staub. Ich sag mal so, es ist eine andere Art von Lost Place, der in Vergessenheit geraten ist. Aber ich finde es einfach sehr, sehr schön von der Vegetation her. So. Abends ist es hier noch schöner, weil dann lässt der Verkehr nach und nach. Es wird hier ruhiger. Und dann hast du echt nur noch die Tiere, die du hier hörst. Da waren früher die großen Pumpen drin. Die Schaltzentrale, ich kenne das noch, als es noch da drin war. Irgendwann waren die Pumpen weg. Schrottdiebe haben sich damals hier ordentlich zu schaffen gemacht. Und im Alter von 16, 17 waren wir hier, da sind wir hier mit der Enduros lang gebrettert, mit der 80er. War auch eine coole Zeit. So, ich guck mal, dass ich da jetzt wieder heile rüberkomme und melde mich zurück, sobald ich wieder unten bin. So, ich bin heile wieder unten. Hoppala. Könnt ihr das da unten sehen? Da unten die runden Schächte? Das sind die, was ich vorhin erzählt habe, wo wir hier überall früher durch sind. Da sind die Größe. Ja, der Rest ist extrem zugewachsen. Hier ist noch so ein großes Becken, da kommt man aber nicht rauf. Und das ist auch komplett zugewuchert. Ich gehe jetzt mal noch zum großen Hauptgebäude und dann bin ich hier auch schon durch.